nicht oft auf der Rechnung, aber die, die sich auskennen, wissen, dieser Richard Thompson kann auch immer wieder ein Ass aus dem Ärmel ziehen. Erinnern Sie sich an die Olympischen Spiele, da ist er Zweiter geworden hinter Usain Bolt und auch noch mit seiner Staffel erfolgreich gewesen. Kann einer so locker sein vor einem 100-Meter-Lauf wie Usain Bolt? Scheinbar geht das und verträgt sich mit einer großen Leistung. Wir werden auf den Zieleinlauf schauen und wir werden, liebe Zuschauer, gleichzeitig auf die Zeit schauen. Bleiben Sie dran, vielleicht werden Sie Zeuge eines erneuten sporthistorischen Ereignisses. Der 100-Meter-Lauf der Weltmeisterschaften von Berlin mit Usain Bolt, Jason Gay und Asafa Powell. Bolt die Bahn 4, Gay die Bahn 5, Powell die Bahn 6. Der Weltrekord steht bei 9,69. Und es gibt keinen Fehlstart. Das Rennen ist eröffnet. Usain Bolt, jetzt gibt er Gas. Jetzt ist er vorne. Bolt wird locker gewinnen. Jetzt schauen wir nur noch auf die Zeit. Gay wird Zweiter, Powell Dritter. 9,58 ist der neue Weltrekord. Er sprengt alle Dimensionen, die jeder Mensch jemals für möglich gehalten hat. 9,58. Ja, das ist nicht nur ein Blitzlichtgewitter. Das ist ein Rekord. Man sagt gerne für die Ewigkeit, aber er stellt ja nur Rekorde für die Ewigkeit auf und er verkürzt die Begriffe der Ewigkeit. 9,69 lief er in Peking, jetzt läuft er 9,58. In Peking sagten wir schon, er ist in eine neue Dimension gelaufen. Ja, wo ist er denn jetzt gelandet? In welcher Milchstraße läuft Usain Bolt jetzt umher? Ist er noch leibhaftig ein Mensch aus Fleisch und Blut, dieser Usain Bolt? Dürfen wir Zweifel haben? Ich weiß, das erwarten jetzt alle, dass wir sagen, das geht ja normal überhaupt nicht. Aber wir haben immer wieder darauf hingewiesen, was für ein Übertalent dieser Usain Bolt ist, was er gezeigt hat im Zwischenlauf, im Halbfinale, was er im Vorfeld angezeigt hat, angeboten hat. Usain Bolt ist in einer anderen Welt, liebe Zuschauer. Tyson Gay ist so schnell gelaufen wie noch nie ein US-Amerikaner. 9,71, Asafa Powell 9,84. Natürlich, ganz klar, verblasst das. Wir müssen die Zeit nochmal nennen. Der schnellste Mann der Welt ist jetzt 9,58 Sekunden gelaufen. Da können sich alle Wissenschaftler dieser Erde irgendwo in irgendeiner Katakombe vergraben. Sie haben alle nicht recht. Sie wissen alle, dass der Mensch immer nach Höherem strebt, dass es immer wieder Leute gibt, die mehr wollen, die mehr noch können, dass es immer wieder neue Generationen gibt, die immer größer werden wie er. Er ist der Größte, er ist der Längste. Wie sagen die Wissenschaftler, Größe ist automatisch.